Guten Morgen aus Chiang Mai in Thailand. Mir geht's wieder besser? Ja, zum Glück. Nach 3 Tagen krank sein und Bett liegen geht's der Katrin endlich wieder besser. Es waren sogar mehr. Also, gestern war es das erste Mal so auf der Straße wieder. Sorry, dass es die letzten Tage keinen Vlog gab, aber es gab einfach nichts zu vloggen, außer ihr hättet mich leiden sehen wollen. Auf jeden Fall werden wir heute zum Tim fahren und zum Paul ins Jungle Hub. Ja. Davon gab es schon mal einen Vlog, ihr wisst schon, was das ist. Es ist ein neues Coworking, aber nicht für Laufkundschaft, nur für Angemeldete und für Workshops. Ja. Video verlinke ich euch hier. Und da werden wir zum einen ein kleines Filmchen drehen für den Tim und zum anderen ein bisschen Brainstorming betreiben für unser Little Blue Bag. Hallo! Hallo! Katrin ist voll der Flitzer hier. Hiya. 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 In Vietnam bin ich ja leider dann doch kein Mofa gefahren. Ich hätte es gemacht. So, wir waren jetzt die letzten Tage wieder hier in Chiang Mai unterwegs. Leider war Katrin ja krank, das habt ihr ja gesehen. Aber wir haben die Zeit genutzt und wollen euch heute im aktuellen Vlog unsere beiden Reisetaschen vorstellen. Unsere Rucksäcke, unsere Backpacks. Einmal hier den PackSafe, VentureSafe 55 Liter, den benutze ich. Und einmal den Osprey Travel. Alle Infos dazu seht ihr jetzt. Wir zeigen euch heute den PackSafe VentureSafe 55 Liter in Blau. Wie ihr seht, kann man links oder rechts schön Wasserflaschen oder Schuhe schon mal transportieren. Außerdem lässt sich der Rücken super für die Körpergröße anpassen und man kann ihn an den Körper ranziehen, wenn man ihn aufhat. Außerdem gibt es einen Brustgurt und ganz wichtig einen Hüftgurt, der das Gewicht des Rucksacks besser tragen lässt. Außerdem finden sich um den Rucksack herum Clips, die sich anziehen lassen. Die sind dafür wichtig, wenn der Rucksack gar nicht richtig voll ist, dann kann man ihn schön kompakt ziehen. Auf der Oberseite des Rucksackes seht ihr jetzt, wie ich eine Lasche öffne und unter dieser Lasche ist der Reißverschluss, ein Teil des Reißverschlusses, schön versteckt und ein Sicherheitsschloss für die Reißverschlüsse. Auf der Unterseite des Rucksacks, schön versteckt, ist das Cover, das man schließen kann, wenn man den Rucksack als Tasche transportieren möchte und die Träger nicht im Weg sein sollen. Ihr seht also, man kann es wirklich super alles verstecken, wenn man ihn aufgibt, dass nichts raushängt. Griff gibt es oben und an der Seite, lässt sich also auch wie ein Koffer oder wie eine Tasche tragen. Super praktisch. Und ihr seht auch hier Schuhe, schön zum Zusammenziehen, dann auch an der Seite. Ich zeige euch gerade hier nochmal den Hüftgurt, wie er sich schön anpassen lässt und den Brustgurt. Erleichtert das Tragen ungemein. Und hier nochmal die zwei Schnallen, um den Rucksack mehr an den Körper zu ziehen. Der PackSafe, bisher ein super treuer Begleiter, gibt es in Blau und auch in einem Grün. Wir sind auch der Meinung, 55 Liter reichen völlig aus. Als nächstes zeigen wir euch Katrins Rucksack, den Osprey Sojourn oder Sojourn 60 Liter. Ihr seht schon mal oben ein Extrafach. Abgetrennt vom Rest, eignet sich für Kleinzeug oder Schuhe. Dann vorne das große Fach. Es ist übrigens ein sogenannter Kofferrucksack. Lässt sich also öffnen wie ein Koffer, genauso übrigens wie der Rucksack von Sandra. Innen befinden sich rechts und links zwei Fächer, einmal ein Netzfach und einmal ein Fach, das in die Verkleidung eingelassen ist.
Im Deckel des Rucksacks sind auch nochmal zwei Fächer, ein großes und ein kleines. Vorne sind Schnallen, dass man den Rucksack wirklich auch eng ziehen kann, dass er schön knackig gepackt ist, falls er mal nicht ganz voll ist. Da ist übrigens riesen viel Platz in diesem Rucksack. Unten ganz stabil, hat Rollen. Ihr seht es mit dem Plastik auch schön. Hinten auch hier versteckte Rucksackträger. Oben hat er einen Griff, an der Seite hat er einen Griff, genauso wie bei Sandra. Und er hat, das ist der Zusatz, wie bei einem Koffer schön ein Gestell und einen Griff, den man hochziehen kann, um ihn zu rollen. Das ist manchmal ein bisschen angenehmer als bei Sandras Rucksack, den man dann doch tragen oder eben auf den Rücken setzen muss. Wir zeigen euch jetzt gerade mal, wie man die Träger auspackt. Eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Sandra. Es wird mit einem Reißverschluss schön alles abgedeckt. Die Abdeckung lässt sich unten in den Rucksack reinlegen. Und hier muss man jetzt einfach kurz das Rückengestell, sage ich einfach mal, zusammenbauen, indem man oben zwei Klipse in die vorgesehenen Schnallen reinklipst. Genau das gleiche unten. Rechts und links. Und schon hat man einen perfekten Rucksackrücken gebaut. Wie bei allem anderen auch. Zwei Träger. Oben die zwei Straps, um den Rucksack näher an den Körper zu ziehen. Und unten einen Hüftgurt, genauso wie einen Brustgurt. Wer jetzt glaubt, dass der Rucksack vielleicht unbequem beim Tragen ist, der täuscht. Also ich will jetzt keine stundenlange Wanderung mit dem Rucksack machen, natürlich nicht. Aber der Rucksack ist wirklich angenehm auf dem Rücken. Man kann locker leicht und fröhlich am Strand entlang laufen, sich ein Bungalow suchen oder von der Fähre runterlaufen, wenn es ein Stück ist, zum Taxi oder so. Wir haben ihn jetzt seit fast 6 Wochen im Einsatz. Das ist echt ein super Ding. Dadurch, dass man die Möglichkeit hat, ihn entweder auf den Rücken zu setzen, ihn zu tragen wie eine Tasche oder eben wie einen Koffer hinter sich herzuziehen, bietet er wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um auf Reisen für Entlastung und Leichtigkeit zu sorgen. Ihr seht sie an Sandras Rücken, sie ist perfekt wie ein Rucksack. Ich zeige euch da auch gleich mal, dass die Rollen überhaupt gar nicht stören. Also sie berühren den Körper nicht und sollten sie dreckig sein, werden sie durch den Hüftgurt schön abgeschirmt vom Körper. Man bekommt also gar nicht ab, die Rollen. Ja, wir haben schon jede Menge Rucksäcke ausprobiert. Wir hatten auch von Tatonka einmal die blaue und einmal die gelbe Duffel, einmal 45 und einmal 65 Liter. Die Taschen sind super. Wir benutzen sie immer noch gerne für kurze Trips, aber nicht mehr auf langen Reisen, weil eben die Straps nicht so geeignet sind. Aber trotzdem echt genial, blende ich euch ein. Jetzt ganz kurz noch zum Nachteil von den Rucksäcken. Also hier haben wir noch keinen Nachteil entdecken können, aber bei meinem Rucksack gibt es wirklich einen Nachteil, und zwar, dass ich keine Rollen habe, so wie Katrin bei dem Osprey. Weil ab und zu wäre es ganz gut, man hätte Rollen, dann muss man nicht das ganze Zeugs immer auf dem Rücken oder immer in der Hand als Tasche tragen, sondern könnte es auch mal einfach locker hinter sich herziehen. Ein Nachteil, den die beiden haben, ist ganz klar, beide kommen ohne Raincover. Das heißt, ohne jeglichen Regenschutz. Ja, ist eigentlich ein bisschen schade, muss man bei beiden Rucksäcken dazu kaufen. Wir hatten jetzt zum Glück noch niemals den Fall, dass wir es gebraucht hätten. Aber wenn es dann doch hier mal so megamäßige Schauer gibt und man einfach jetzt gerade unterwegs ist und auf ein Pickup hinten drauf sitzen muss, dann werden die Rucksäcke eben komplett nass. Das ist wirklich ein Nachteil, dass man das im Nachhinein sich noch selbst dazu kaufen muss. Aber ansonsten top. Ansonsten nichts mehr heute. Bis
zum nächsten Mal. Stay marvelous. Katrin und Sandra.